Herzlich willkommen zum DFB-Pokal-Viertelfinale. Heute die Begegnung zwischen dem 1. FC Heidenheim und Hertha BSC Berlin. Ja, das Viertelfinale steht an, das heißt, es sind noch 8 Teams übrig, darunter 2 Zweitligisten. Einmal der 1. FC Heidenheim und dann der VfL Bochum. Und beide haben natürlich einen sehr starken Gegner bekommen, heute mit Hertha BSC Berlin. Und Bochum muss ja gegen den FC Bayern München ran. Und wir sind auf jeden Fall sehr auf dieses Spiel heute gespannt. Hertha BSC Berlin steht im Viertelfinale, will natürlich unbedingt ins Halbfinale einziehen, um dann vielleicht vom Finale zu Hause im eigenen Olympiastadion zu träumen. Und für den FC Heidenheim, der krasse Außenseiter, will hier natürlich weiterkommen. Das Halbfinale wäre ein Riesenerfolg für das kleine Team vom FC Heidenheim. So, jetzt schauen wir erstmal auf die Aufstellung der Gäste, der Heimmannschaft. Vorne Morabit, Leipertz zentral dahinter, Schnatterer links und den rechts habt ihr selber lesen können, da war jetzt ein bisschen zu langsam. Hier sind wir die mitgereisten Fans von Hertha BSC Berlin, die geben heute richtig alles und wollen hier ihre Mannschaft ins Halbfinale schieben. So, hier die Aufstellung von Berlin. Vorne Ibisevic, Kalou links, Behrens rechts, Rieder zentral, Gelbrett mit Lustenberger vor der Abwehr. Im Tor haben wir gesehen Thomas Kraft und jetzt geht's also los. Der Außenseiter der 1. FC Heidenheim gegen Hertha BSC Berlin. Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel und dann sind wir sehr gespannt, wer hier weiterkommt. Klar, Verlängerung und Elfmeterschießen sind natürlich auch möglich, aber so weit wollen wir noch nicht denken. Und jetzt geht's also los. Nochmal die Konzentration nach oben schrauben und hier sind wir den Schiri und jetzt legen wir los. Anschluss gibt's für Heidenheim. Das DFB-Pokal-Viertelfinale läuft. Heidenheim gegen Hertha BSC Berlin und ja, klar, David gegen Goliath, aber der Pokal hat seine eigenen Regeln. Und deswegen sind wir heute sehr gespannt, wie dieses Spiel ausgehen wird. Der 1. FC Heidenheim hat auf diesem Weg in dieses Viertelfinale jetzt nicht die größten Gegner gehabt. Sie haben Aue gehabt, also Erzgebirge Aue. Dann haben sie Sandhausen gehabt. Das waren nicht die größten Gegner, aber sie haben es geschafft und jetzt kriegen sie schon die erste Chance. Aber da kommt Griesbeck nicht hin. Und deswegen Hertha BSC Berlin zum ersten Mal am heutigen Spieltag am Ball. So, da ist Kalou. Weiter geht's zu Skelbrett. Er sieht Plattenhardt. Plattenhardt zu Brooks. Und abgesagt, vorne schön durchgelassen, aber der Torhüter von Heidenheim passt gut auf und haut den Ball erstmal weit weg. Geht auf Nummer sicher. Aber Berlin schnappt sie den nächsten Ball über Plattenhardt. Aber Strauß holt sie dann den Ball. Und jetzt geht es erstmal ruhig bei Heidenheim. Klar, der 1. FC Heidenheim wird natürlich auf Konter lauern. Und sie wollen natürlich so lange wie möglich dieses 0:0 halten und dann vielleicht mit einem Konter in der Schlussphase zuschlagen. Das ist wahrscheinlich die Taktik der Heimmannschaft. So, jetzt mal Leipertz zum ersten Mal Ball. Leipertz mit dem Abschluss. Latte, Nachschuss, lupft die drüber. Was für eine skurrile Aktion hier. Die erste Riesenchance. Und dann erwischt er den Ball nicht mehr richtig. Morabit mit der hundertprozentigen Chance. War wohl kein Abseits. Es war kein Abseits und da wäre fast die Führung für Heidenheim gefallen. Der Außenseiter mit einer Riesenchance. Und wenn er so eine Chance liegen lässt, dann sind sie selber schon. Riesending, aber Heidenheim bleibt dann über Halloran. Wieder mit Distanzschuss. Wird abgefälscht. Geht ins Aus und es gibt den ersten Eckball. Hier nochmal der Distanzschuss. Gut angesetzt, aber Brooks mit seinem knallharten Kopf dazwischen. Ecke für Heidenheim. So. Da ist Schnatterer, bringt die Ecke schön. Hinten ist Leipertz, legt sie den Ball zurecht, schließt ab. Ball geht nochmal in den 16er rein, aber wird dann von Berlin geklärt. Und jetzt Pekarik. Berlin jetzt mit der Chance zum Kontern. Da ist der Rieder jetzt am Ball. Heidenheim ist hinten ein bisschen offen. Jetzt wäre die Chance, will ich für Berlin hier was ordentliches draus zu machen. Die Chance ist da, im 16er ist der Ball. Wird geklärt aufs Erste und dann kommt Zimmermann, der Torhüter von Heidenheim, rechtzeitig zum Ball. Und dann hier Fehlpass. Nochmal die Chance hier für Berlin mit einem schönen Abschluss. Probiert Ibisevic. Weder Ibisevic mit einer riesen Chance und er fehlt nicht viel zur Führung für den Favoriten. Aber es bleibt hier weiterhin beim 0:0. Also 15 Minuten sind gespielt. Ja, bis jetzt ist es ein schöner Auftakt hier. Heidenheim mit einer riesen Chance, aber Berlin jetzt auch mit den ersten großen Chancen im Spiel. Und weiter geht's mit Heidenheim über Strauß. Strauß wird in den Zweikampf gehen, aber man merkt das schon, er muss erstmal zurückziehen. Aber sieht jetzt Griesbeck. Gut gespielt dieser Ball. Griesbeck, weiter geht's nach vorne, aber Morabit muss da erst im Nachsetzen. Und das war ein Foulspiel, nicht Schiedsrichter, lässt weiterlaufen.
Aber Heidenheim kämpft ihn den Ball zurück. So, jetzt Leipertz. Leipertz am Ball. Jetzt mit der Chance, was draus zu machen. Sucht die Anspielstation, findet auf dem Flügel Strauß. Strauß, weiter geht's zu Titsch Rivero. Jetzt Morabit wieder mal. Morabit legt vor für Griesbeck. Und wieder Aluminium. Wieder ein Aluminium-Treffer. Griesbeck mit dem schönen Abschluss hier. Kraft geht er nicht wirklich ran zum Ball und dann klatscht der Ball an die Latte und springt ins Aus. Pech hier für Heidenheim erneut. Es bleibt beim 0:0. Also bis jetzt ist nicht so viel zu merken von einem Klassenunterschied dieser beiden Teams. Heidenheim schlägt sich sehr gut, hat große Chancen. Aber jetzt Achtung, Berlin auf dem Weg nach vorne. Ball geht ins Aus und es gibt Eckball, müsste es geben. Und hier sind wir noch mit Griesbeck, Sebastian Griesbeck, mit seinem Torabschluss schön vorbereitet und dann klatscht der Ball an die Latte. So, jetzt Ecke Nummer 1 für die Hertha. Kommt die Mitte rein, Zimmermann, der Torhüter von Heidenheim, geht auf Nummer 7, Faust, den Ball lassen weg. Und jetzt Missverständnis hier und Griesbeck schnappt sie an. Griesbeck mit dem Ball zu Morabit. Jetzt vielleicht die Chance für Heidenheim, der Ball ein bisschen zu weit gespielt. Morabit immer noch am Ball, Morabit mit dem Ball zu Schnatterer, Schnatterer verliert das Duell gegen Behrens. Und der Ball geht jetzt aus. Einwurf gibt es trotzdem für die Heimmannschaft, für den Zweitligisten für Heidenheim. So, jetzt müsst ihr mal eine anbieten. Jetzt Schnatterer am Ball. In der Mitte war jetzt Halloran auf dem Ball. Halloran sucht sich seine Schussposition. Halloran probiert's, aber wird dann vom Ball getrennt, bevor er den Ball Richtung Tor abfeuern kann. Und deswegen wieder Hertha am Ball über Darida. Weiter geht zu Plattenhardt. Plattenhardt Pass wird zwar abgefangen, aber Berlin bleibt am Druck. Aber wieder stört hier Heidenheim gut und diesmal Foulspiel von Titsch Rivero. Ja, ein bisschen vage diese Entscheidung da so abzupfeifen, aber ging nochmal gut und Freistoß sofort wieder abgefangen, aber Heidenheim verliert den nächsten Ball. Jetzt Griesbeck schnappt hier diesen Ball und spielt erstmal zurück zu Zimmermann, dem eigenen Torhüter, und weiter geht's zu Teuerkauf. Teuerkauf zu Feig. Halbe Stunde ist rum, Berlin steht gut, Heidenheim sucht die Lücke. Jetzt Strauß, weiter geht's zu Griesbeck. Aber dann stehen drei Berliner vor ihm, da tut er sich natürlich erstmal schwer, da durchzukommen. Griesbeck legt ab zu Feig. Feig zu Titsch Rivero. Oh, jetzt wird er attackiert. Verliert hier auch fast den Ball. Bringt es aber den Pass nach vorne. Aber dieser bringt leider keinen Erfolg. Und jetzt Berlin mit schnellem Aufbauspiel über Kalou. Kalou, weiter geht zu Ibisevic. Doppelpass hier mit Kalou. Heidenheim muss aufpassen. Berlin jetzt mit vollem Vormarsch. Kalou im 16. Kalou mit der Chance und Zimmermann. Zimmermann mit der Glanzparade. Und jetzt geht es hier in die andere Richtung. Schön gemacht von Leipert. Jetzt für die Konterchance. Aber da ist er alleine. Da ist er alleine. Jetzt nimmt er außen Titsch Rivero mit. Titsch Rivero verliert den Ball im Zweikampf. Es bleibt ein hart umkämpftes Spiel. 40 Minuten sind rum. Bis jetzt schlägt sich Heidenheim sehr, sehr gut. Aber Berlin, die kommen. Über Darida. Weiter geht es zu Ibisevic. Der hat Platz in der Mitte da. Der wieder zurück zu Darida. Spielt Darida mit der Chance. Und da ist die Führung für den Favoriten. Da geht der Erstligist in Führung. Es ist Darida, der hier mit einem wunderschönen Distanzschuss einnetzt. Keine Chance für Zimmermann im Tor von Heidenheim. Und da ist die Führung für Hertha BSC Berlin. Dann schlagen sie eiskalt zu. Ibisevic und Darida. Schön zusammengespielt. Und dann aus 18 Meter schlägt der Ball im Tor ein. Zimmermann ohne große Abwehrchance. Der Ball ist gut geschossen. Und Berlin führt. Der Favorit geht in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause schafft es also doch nur die Hertha hier das 1:0 zu machen. Aber die Hoffnung ist natürlich für Heidenheim noch lange nicht verloren. Darida 41. Minute, der Torschütze für Berlin. Gut, die erste Halbzeit ist fast rum. Ist natürlich jetzt bitter für Heidenheim, dass sie kurz vor der Halbzeitpause den Rückstand hier kassieren. Aber sie haben noch diese Halbzeit, ein paar Minuten Zeit. Und natürlich noch die zweite Halbzeit. Da werden sie natürlich mal alles probieren, um den Ausgleich zu ziehen. So, Griesbeck am Ball. Griesbeck probiert es. Ball wird abgefälscht. Und wieder schnappt sich Berlin die Kugel. So, Plattenhardt. Weiter geht's zu Lustenberg. Gut gestört. Da kommt Leipertz im Ball. Leipertz verzögert einmal kurz Nachschuss. Und ein Riesenschuss hier. Wahnsinn. Ich glaube, es war Schnatterer. Da geht er überall vorbei, der Ball. Nur an Thomas Kraft nicht. Und der hält ihn glanzvoll.
Aber es gibt nochmal Eckball kurz vor der Halbzeitpause für Heidenheim. Jetzt nochmal die Chance. Schnatterer bringt den zu Morabit. Morabit verspringt ihn dabei. Morabit! Und der Ball ist drin! Und der Ball ist drin! Und der Außenseiter ist wieder zurück! Der Außenseiter ist wieder zurück! Heidenheim ist zurück im Spiel! Morabit, hier verspringt der Ball. Der zieht er ab! Und dann sieht Thomas Kraft nicht gut aus. Und der Ball ist im Tor. War der vielleicht abgefälscht? Nein, er war nicht abgefälscht. Und Thomas Kraft patzt extrem. Und der Ball ist im Tor. Kraft ist getunnelt. Und Heidenheim, die rasten komplett aus auf den Rängen. Der Außenseiter ist wieder zurück. Smail Morabit. In der Nachspielzeit trifft er nach Eckball durch den Fehler natürlich von Thomas Kraft im Tor. Und jetzt ist alles wieder offen. Starke Antwort hier von Heidenheim und wir gehen rein in die Halbzeitpause. Was für ein spektakulärer Abschluss dieser ersten Halbzeit. Berlin geht in Führung und dann kommt er hier, Morabit, mit einem Sonntagsschuss ins Tor. Natürlich auch mit der Mithilfe von Thomas Kraft, der dann nicht gut aussieht bei diesem Gegentor. Und jetzt geht es also erstmal in die Halbzeitpause rein. Wir freuen uns auf die zweite Halbzeit, die wird bestimmt extrem spannend. Und dann schauen wir nochmal auf die Halbzeitbilanz. Heidenheim hat mehr Ballbesitz, deutlich mehr Ballbesitz und auch mehr Chancen. Aber Berlin ist natürlich nicht zu unterschätzen. Gut, ich würde sagen, wir sind bereit für Halbzeit Nummer 2. So, beide Teams werden wieder vollzählig zurück. Halbzeit Nummer 2 geht also los. Und zur Halbzeitpause steht es hier tatsächlich 1:1. Die Heidenheimer haben es geschafft, sie haben sich ein Tor erkämpft. Und jetzt wird es natürlich extrem spannend in der zweiten Halbzeit, wie das hier natürlich weitergeht. Berlin hat den Rückschlag hinnehmen müssen. Das sah Thomas Kraft nicht gut aus. Aber das muss er wieder klarkommen auf diesen Fehler und er muss wieder Leistung abrufen. Aber erstmal der erste Angriff kommt wieder von Heidenheim über Morabit. Der hat heute schon ein Tor gemacht, kurz vor der Halbzeit. Sieht Feig, Feig, Feig! Aber der Ball fliegt direkt in die Hände von Thomas Kraft. Trotzdem gute Aktion hier wieder vom Außenseiter. Aber die kämpfen hier, die kämpfen wirklich und wollen in dieses Halbfinale einziehen. Momentan sind sie auch laut Statistik die bessere Mannschaft am heutigen Spieltag. So, Schnatterer am Ball. Heinheim beginnt sehr druckvoll in die zweite Halbzeit. Da ist Leipertz, lässt sich erstmal in den Gegenspiel aussteigen. Dann sieht er Titsch Rivero. Titsch Rivero im 16. Titsch Rivero! Gute Aktion! Wieder vom Heidenheimer Mittelfeldakteur. Aber Thomas Kraft glanzvoll, wie er den Schuss zum Eckball pariert. Nächste Ecke. So, mal schauen, ob wieder was drin ist. Oh ja, oh ja, Schnatterer. Sieh wieder Morabit, der hat wieder Platz. Morabit wieder mit der Chance und diesmal die Thomas Kraft mit aller Bravour. Diesmal hält er ihn mit aller Bravour. Klasse Abschluss hier, aber Thomas Kraft kommt irgendwie hin. Berlin wackelt. Die Heidenheimer geben hier richtig Vollgas und die Hertha wackelt ordentlich. So, nächster Eckball. Wieder Schnatterer. Findet diesmal Leipertz. Der legt ab, versucht zumindest zu Morabit abzulegen. Fehlpass hier, Konterchance für die Hertha über Kalou. Kalou, abgesehen vorne da ist Ibisevic. Ibisevic lässt den Gegenspieler stehen, dann legt er sich den Ball vielleicht zu weit vor, da kommt Teuerkauf. Und das war ein super Zweikampf und der Schiri sagt, das war ein Foulspiel. Der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß für Berlin. Und die wechseln auch zum ersten Mal. Zigarzi kommt, Lustenberger geht raus. Und jetzt geht's hier also weiter. Wahnsinn, jetzt gibt's Freistoß für Hertha BSC Berlin aus einer unglaublich guten Position für die Leute aus der Hauptstadt. So, und den Ball schnappt sich Plattenhardt. So, Plattenhardt probiert's nicht direkt mit der indirekten Variante in die Mitte mit der Flanke, aber der Ball konnte von Zimmermann, dem Torhüter von Heidenheim, abgewehrt werden und weiter geht's. Hertha verliert hier den Ball und wieder ist Heidenheim in der guten Chance. So, Titsch Rivero hat die nächste Chance für sich. Titsch Rivero geht und dann, oh, da wird der Ball abgefangen. Morabit kommt nicht ran, weil Brooks in letzter Sekunde dazwischen ist. Und mittlerweile ist es wirklich verdient, dieses Unentschieden. Die Hertha ist nicht gut heute drauf. Und Heidenheim spielt einen richtig guten Fußball. Und vielleicht wäre es sogar eine Führung für Heidenheim verdient. So, nächster Zweikampf, hier Schiedsrichter lässt weiterlaufen, kein Foulspiel. Und wieder sind die Heidenheimer am Ball, über Feig. Und eine Schnatterer.
Ja, heute auch extrem viel Strecke zurücklegen muss. So, Schnatterer setzt hier durch. Sieht vorne Leipertz. Leipertz in guter Position. Leipertz zögert vielleicht ein bisschen zu lange mit dem Pass. Der Ball ist schon wieder weg. Und es sind noch 25 Minuten in dieser zweiten Halbzeit zu spielen. Und dann würde es tatsächlich in eine Verlängerung gehen. So, hier Foulspiel natürlich von Griesbeck. Da holt er da wieder von den Beinen. Und es gibt keine gelbe Karte für mich, eine Fehlentscheidung. Aber bis jetzt ist es sowieso ein überragend faires Spiel. Mitchell Weiser kommt rein bei Hertha. Behrens geht raus. Ein junges Talent. Hat er mal beim FC Bayern München gespielt. Mitchell Weiser. Und jetzt also Hertha mit dem Freistoß. Wieder das Gelbrett. Bringt den Ball in die Mitte rein. Der kommt gut. Der kommt gut. Und Zimmermann mit Glanzparade zum Eckball. Langkamp mit seinem Kopfball. Der war nicht schlecht. Der hätte ordentlich gepasst. Aber der Torwart von Heidenheim passt auf. Ecke gibt's für die Gäste. So, jetzt ist die Frage, kommt der gut rein? Der kommt weit, der geht weit. Wird geklärt, in die Mitte abgelenkt. Und dann, Befreiungsaktion nicht geglückt. Nächste Chance für Hertha. Aber auch dieser Ball von Mitchell Weiser geht vorbei. Erwischt den Ball hier nicht richtig. Sonst wäre vielleicht wunderschön aufs Tor geflogen. Es bleibt weiterhin beim spannenden 1:1. Entschieden ist hier noch lange nichts. 20 Minuten noch in der regulären Spielzeit. Da sind wir mal gespannt. In diesen 20 Minuten irgendwie was passiert. Schnatterer am Ball. Außen geht Feig mit. Feig zurück zu Schnatterer. So, Schnatterer sollte den Ball abspielen. Macht er jetzt natürlich auch. Nicht Strauß. Strauß. Oh, Fehlpassiert. Da ist Kalou dazwischen. Bisschen nachlässig jetzt gerade von Heidenheim. Und jetzt hat hier die Hertha die nächste Chance. Übers Gelbrett. Weiter geht's zu Kalou. Kalou. Bringt die Flanke in die Mitte rein. Gefährlich. Und Zimmermann ist dran. Am Kopfball von Gelbrett. Riesenchance hier für Hertha BSC Berlin. So, jetzt Feig. Ab geht's wieder nach vorne. Für den ersten FC Heidenheim. Da ist Feig am Ball. Feig spielt schöne Ball. Zu Titsch Rivero. Springt über den Gretschmier. Titsch Rivero. Sieht Leipertz. Und Leipertz mit der Führung. Leipertz mit der Führung. Nein, es zählt nicht das Tor. Die Fahne vom Assistenten ist oben. Und das Tor wird nicht gegeben. Und da müssen wir mit der Lupe drauf schauen. Aber wir sehen schon, das war die richtige Entscheidung. Leipertz im Abseits. Der Führungstreffer für Heidenheim wird nicht gegeben. So, Haraguchi kommt. Salomon Kalou geht raus. Und das war jetzt schon der letzte Wechsel bei Hertha BSC Berlin. Also, Berlin kann in einer möglichen Verlängerung nicht mehr wechseln. Jetzt auf jeden Fall Freistoß für die Gäste. Und sehr viel Pech natürlich jetzt für den ersten FC Heidenheim, dass dieser Treffer nicht gezählt wurde. Klar, es war eindeutiges Abseits, aber Schade. Das wäre fast wahrscheinlich dann schon die Entscheidung gewesen. Aber Heidenheim gibt nicht auf. Griesbeck. Griesbeck probiert sie alleine, muss hier kämpfen. Weiter geht's zu Strauß. Und wieder kommt der erste FC Heidenheim. So, Strauß. Wohin? Wir kommen momentan keine gute Anspielstation. Strauß immer noch am Ball. Muss erstmal zurückziehen. Da ist Griesbeck. Griesbeck muss hier um den Ball kämpfen. Und ich sehe Griesbeck mit dem Abschluss. Griesbeck, Pfosten, Nachschuss. Und da ist die Führung und wieder nicht. Und wieder ist die Fahne oben. Das gibt's doch nicht. Das gibt es nicht. Das zweite Tor, was der Linienrichter nicht für Heidenheim geben will. Und wieder war es richtig. Und diesmal war es noch knapper als beim letzten Mal. Also noch dramatischer kann man sich so eine Schlussphase in einer Begegnung nicht vorstellen. Heidenheim mit zwei Toren und keines davon wird gegeben. Und wieder kommt der erste FC Heidenheim über Morabit. Berlin ist jetzt hin auf Morabit. Jetzt mit der nächsten Chance. Morabit wird gefoult und es gibt Elfmeter. Und es gibt Elfmeter für den ersten FC Heidenheim. Morabit wird im 16 gefoult und es gibt die gelbe Karte für Langkamp, müsste es sein. Sebastian Langkamp sieht in der 84. Minute gelb und es gibt Elfmeter für den Außenseiter. Heidenheim hat jetzt selber auf dem Fuß, das Ding zu verwandeln. Wir sehen es, es war richtig. Der Ball war weg und Morabit wird von den Beinen geholt. Da hat Berlin nicht aufgepasst und jetzt liegt hier die Sensation in der Luft. Der Zweitligist kann das Ding jetzt entscheiden. Die können den Ball jetzt reinmachen und sich damit fürs Halbfinale qualifizieren. Schnatterer
gegen Thomas Kraft. Schnatterer gegen Kraft und Kraft pariert diesen Elfmeter. Das gibt es nicht. Schnatterer vergibt die Riesenchance zum Halbfinale und Thomas Kraft hält die Hertha im Spiel. 2 Minuten in der regulären Spielzeit noch. 2 Minuten. Und Heidenheim, die werden es nicht fassen können. Die werden es einfach nicht fassen können. So, Freistoß jetzt nochmal für die Gäste. 5 Minuten gibt es hier oben drauf. Das ist ordentlich Material. Also ein Freistoß für die Hertha. Ab geht's nach vorne. Jetzt muss Heidenheim nochmal aufpassen. Aber gut gemacht wieder. Die Heimmannschaft am Ball. Über Griesbeck. Griesbeck außen. Außen geht Halloran. Wieder nächste Chance. Halloran. Halloran. Legt in die Mitte ab. Da ist Griesbeck. Griesbeck. Wieder vorbei. Wieder vorbei. Nächste Aktion von Heidenheim. Und wieder geht der Ball nicht ins Tor. Ein starker Abschluss hier. Und es fehlt wieder nicht viel zum Torerfolg. Die Sensation liegt hier wirklich in der Luft. Heidenheim muss eigentlich nur noch das Tor machen. Dann hätten sie es. So, nächste Aktion. Gut gespielt. Jetzt Leipertz, Leipertz, Leipertz. Und er ist es doch endlich. Und diesmal zählt es auch. Und es ist in der 94. Minute, wo das FC Heidenheim explodiert. Die Sensation ist perfekt. Leipertz bekommt den Ball. Und dann steht es endlich 2:1 für den ersten FC Heidenheim. Heidenheim geht in Führung. 94. Minute. Und das müsste es gewesen sein. Das ist die Sensation. Heidenheim steht damit im Halbfinale. Pfeift er überhaupt nochmal an? Robert Leipertz mit der Sensation. Pfeift er nochmal an? Das ist jetzt die ganz große Frage. Er pfeift nochmal an. So, wie lange läuft das Spiel? Es läuft nicht mehr. Das Spiel ist aus. Heidenheim schmeißt die Hertha raus. Sensation hier in Heidenheim. Der Zweitligist schmeißt den Erstligist raus. Und damit geht's für den ersten FC Heidenheim ins Halbfinale des DFB-Pokals. Die Sensation ist perfekt. Und man muss wirklich sagen, im Großen und Ganzen ist dieses Ergebnis verdient. Heidenheim war vor allem in der zweiten Halbzeit viel stärker. 2 Tore erzielt. Beide nicht gewertet wegen Abseitsstellung. Ein Elfmeter verschossen. Aluminiumtreffer vom Feinsten. Und zum Schluss reicht es trotzdem dank des Last-Minute-Tores von Robert Leipertz. Verrückte Spiele am heutigen Tage. Hier sehen wir noch ein paar schöne Aktionen. Ja, da wieder mal der Ball. Klatsch an die Latte. Es war einiges los. Und hier, es ging schlecht los. Nach diesem Tor für die Hertha. Aber keine Sorge. Heidenheim kam sofort zurück in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Wir werden das Tor hier nochmal sehen. Schöner Ball zu Morabit. Und er nimmt ihn einfach mal. Und dann patzt Thomas Kraft aufs Übelste. Und dann war Hoffnung da. Dann war wirklich Hoffnung da. Wir können uns ja nochmal das entscheidende Tor nochmal anschauen. Von Leipertz. Hier sehen wir es nochmal. Ja. Da war der Ball dann drin. Gut, ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Schreibt mal eure Tipps in die Kommentare rein, was ihr denkt, wie Heidenheim gegen Hertha ausgeht. Wird für mich ein sehr interessantes Spiel, weil Zweitligist im DFB-Pokal ist immer so ein offenes Los. Und ja, schreibt es mir nochmal in die Kommentare, was ihr denkt. Wir machen dann Schluss für heute. Dann sei danke fürs Zuschauen an dieser Stelle. Macht's gut, bleibt am Ball. Beim nächsten Mal gibt es Bayern gegen Bochum. Bis dahin, macht's gut und ciao.